und herzlich willkommen zur 18. Folge von Sissi will Wolle. Mein Name ist Sissi und ich spreche zu euch aus dem wunderschönen Wien und freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In medias res, ich war auf Strickurlaub, also auf so einer sogenannten Knitcation mit meiner besten Freundin in der letzten Woche und habe somit auch ein bisschen was herzuzeigen, was neue Wolle betrifft und freue mich sehr, dass ich das heute präsentieren kann. Der Tag ist ein bisschen konfus, weshalb ich vielleicht ein bisschen konfus wirke, das tut mir jetzt schon leid. Und ich nehme heute auch am Abend auf, statt am Vormittag, weshalb wir eine wunderschöne Abendsonne haben, die mir direkt ins Gesicht leuchtet. Ich hoffe, das stört nicht. Und ja, Katzenbesuch haben wir auch schon. Alles ein bisschen durcheinander heute, ein bisschen anders geplant als sonst. Womit möchte ich anfangen? Ich möchte eigentlich damit anfangen, dass heute, wie gesagt, so ein komischer Tag ist, das unter anderem daran liegt, dass ich schlecht geschlafen habe, was unter anderem daran gelegen hat, dass mir irrsinnig viel durch den Kopf gegangen ist und ich möchte dieses Thema nur ganz kurz anschneiden. Es ist gerade wieder eine super heiße Debatte auf Instagram und am Laufen und es wird gerade irrsinnig viel diskutiert, es wird sich gerade irrsinnig viel ausgetauscht zu bestimmten Äußerungen und bestimmten Meldungen. Ich möchte gar nicht zu viel sagen. Ich werde euch auch kurz einblenden, wenn ihr das jetzt nicht unbedingt wenn ihr da nichts drüber hören wollt, dann könnt ihr auch einfach vorspringen und zwar zu dieser Minute. Also ich werde mich, wie gesagt, kurz halten und möchte nur kurz was sagen, was mir sehr am Herzen liegt, weshalb ich eben auch unter anderem nicht schlafen konnte. Es gibt einfach in unserer Gesellschaft Dinge, die auch angesprochen werden müssen. Und zum Thema Rassismus ist schon Anfang des Jahres sehr viel in der Strick-Community, in der Strickgemeinschaft besprochen, diskutiert worden. Es wurde darauf hingewiesen, dass eigentlich sehr viele von uns das Gefühl haben, dass unsere Gemeinschaft sehr offen ist und sehr freundlich und sehr, sehr, ja, dass es eigentlich sich jeder willkommen fühlen sollte. Und dann wurde gesagt, ja, aber es fühlt sich nicht jeder willkommen, weil es gibt viele Person of Colors vor allem, die einfach täglich in die Situation kommen, nicht nur in ihrer Strickgesellschaft, was ein schönes und offenes und beruhigendes und liebevolles Hobby sein soll, also auch von den Leuten, mit denen man sich umgibt, sondern allgemein in der Gesellschaft. Und natürlich ist das nur ein Spiegel, also ein kleiner Teil, wie wir uns in dieser Community benehmen und miteinander umgehen, wie es dann in der allgemeinen unserer Gesellschaft sozusagen zugeht. Das wurde schon im Jänner hart diskutiert, das wurde jetzt wieder sehr stark diskutiert und das ist eigentlich eine permanente Diskussion, was ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig finde, weil nur durch diese Diskussion, nur durch diese Meldungen und durch diese Statements können wir eigentlich, wie wir ein privilegiertes Leben führen, nämlich privilegiert bedeutet, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, in erster Linie aufgrund unserer Hautfarbe, wie wir angenommen werden oder dass wir eigentlich ausgeschlossen werden, diskriminiert werden. Also privilegiert ist man dann, wenn man ohne Rücksicht auf Hautfarbe, Geschlecht, Religion, sexuelle Orientierung, Aussehen eigentlich sorgenfrei durch die Gesellschaft, durch sein Leben gehen kann. Und natürlich ist niemand 100% sorgenfrei, aber in den meisten Fällen können wir das einfach tun. Und also ich kann sagen, ich führe ein sorgenfreies Leben. Ich fühle mich privilegiert, ich habe eigentlich keine Sorgen. Auch finanziell bin ich unabhängig. Und das sind so Dinge, die sind eigentlich nicht selbstverständlich, aber wir nehmen sie natürlich als selbstverständlich wahr, weil wir meistens von uns ausgehen. Und das ist auch in Ordnung. Das Wichtige ist nur, dass wenn wir dann einfach sozusagen den Spiegel unserer Gesellschaft vorgehalten bekommen und sagen, hey, es ist zwar für dich vielleicht selbstverständlich, aber nicht für jeden. Dass uns das einfach bewusst wird, dass wir uns das bewusst machen und das auch bewusst machen lassen. Die Diskussion jetzt ist vor allem losgetreten worden, weil, und das ist mir tatsächlich ein irrsinniges Anliegen, es liegt mir sehr am Herzen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, und bis zu einem gewissen Grad stehe ich in der Öffentlichkeit, wenn ich hier ein YouTube-Video hochlade oder wenn ich einen öffentlichen Instagram-Account habe oder auch einen Blog oder einen Artikel schreibe, dann muss ich hinter diesen Worten, die ich da verfasse oder den Meldungen, die ich da poste, erstens muss ich hinter diesen stehen und zum Zweiten muss ich auch für die Konsequenzen gerade stehen. Das heißt, wenn ich etwas in der Öffentlichkeit sage, dann muss mir auch bewusst sein, okay, wenn ich mal daneben trete, und das kann passieren, weil wir sind nur Menschen, wir sind nicht vollkommen, wir sind nicht perfekt, es ist in Ordnung, dass man sich auch mal vielleicht in den Ausdrücken vergreift, im Wording vergreift, wie es so schön im Englischen heißt, oder im Ton vergreift, im Deutschen, dass man darauf hingewiesen wird und dass man dazu steht und sagt, okay, hey, hoppala, das
muss ich ändern? Und im Zweiergespräch ist es immer ein bisschen leichter. Wenn wir mit Freunden, Familie, Bekannten sprechen und sie sagen, du redest mit denen und du schiebst eine Meldung, die jetzt einfach unpassend ist, das ist ein Schimpfwort, das eine andere Bevölkerungsgruppe diskriminiert. Oder was wir sicher kennen, ja, was uns auch sicher im persönlichen, privaten Gespräch auch mal passiert. Und dann sagt dir mal aber deine beste Freundin zum Beispiel, hey du, eigentlich kannst du das nicht sagen, das ist nicht okay. Und das Erste, was passiert, die erste Reaktion, die wir haben, ist so unangenehm. Knopf im Magen, nicht leibernd, wie man so schön auf Österreichisch sagt. Und dann die zweite Reaktion, die wir ganz oft haben, ist eine Verteidigung, dass wir sagen, ja, aber ich habe das nicht so gemeint. Ja, aber das sagt doch jeder. Jetzt sei doch nicht so, du hast es falsch verstanden. Und das, was wir eigentlich lernen müssen und wo wir Größe zeigen können, ist, wenn wir mal diesen Knopf im Bauch haben und dieses unangenehme Gefühl runterschlucken und auch unseren Stolz vielleicht. Und warum haben wir so ein unangenehmes Gefühl? A, weil wir wissen, wir haben gerade was gesagt, was eigentlich nicht passend ist. B, weil wir vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen haben. Oder weil es uns einfach echt unangenehm ist, dass uns jemand auf einen Fehler hinweist. Das ist einfach nicht schön. Und dann die Größe zu haben, zu sagen, okay, hoppala, habe ich vielleicht auch gar nicht gemerkt, war mir nicht bewusst. Danke, dass du mich darauf hinweist, ich werde das ändern. Und im Zweiergespräch ist das leichter. Im Zweiergespräch machen wir das, glaube ich, relativ schnell, vor allem wenn wir eh schon älter sind. Kinder, sage ich jetzt einmal, sind da sowieso ein bisschen legerer mit der Sprache. Aber wir als Erwachsene und vor allem in einer gewissen Position oder mit einer gewissen Plattform sollten uns einfach auch immer an der Nase nehmen. Und wenn uns dann jemand darauf hinweist, sagt, hey, du kannst das nicht sagen. Und wenn das eine Person ist von 20 und wenn das zwei Personen sind von 500 oder von 2000, sagen, du, ich sag's dir nur, wenn du das so sagst oder so formulierst, steigst du nicht nur mir, sondern einer bestimmten Gruppe einfach auf die Füße. Das kannst du so nicht formulieren. Das geht nicht. Dann sollten wir die Größe besitzen, zu reflektieren, zu sagen, hoppala, okay, und es ändern. Und das ist das Schwierigste ist, einmal nicht in die Verteidigungshaltung zu gehen, zu sagen, ja, aber, und jetzt sei doch nicht so. Und noch schlimmer ist zu sagen, es ist mir egal, was du denkst, ja, weil das ist eben die Verantwortung, die wir eigentlich tragen, wenn wir uns vor jemanden, also vor einer Gruppe hinstellen und etwas äußern. Und diese Verantwortung fordern wir ja auch ein, die fordern wir ein bei unseren Vorgesetzten, die fordern wir ein bei unseren hoffentlich Politikern und die fordern wir auch ein bei unseren Stars, die wir anhimmeln und urgroßartig finden. Und wenn die dann einen Krapfen sagen vor dem Fernsehen, denken sich, das kannst du nicht machen. Ja, das ist so, das ist uns doch wichtig. Wir verlangen das von unseren Lehrern. Also, und ich weiß das, weil es passiert mir auch, dass ich etwas sage und dann im nächsten Moment denke, das kann ich eigentlich so nicht sagen. Und dann merke ich es mir fürs nächste Mal und versuche es zu ändern. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht. Dass uns bewusst ist, dass wir die Veränderung mit unserem Tun, mit dem, was wir sagen, eigentlich einleiten. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir zu denen halten, die nur zu zweit sind. Wenn sie zu zweit sagen, hey, du kannst das nicht sagen, dann kannst du die zwei, und du stehst daneben und siehst, dass die zwei das sagen, und du bleibst einfach nur daneben stehen und denkst dir, ja, die haben eh recht, aber ich sage jetzt lieber nichts. Also so, warum sagst du nichts? Was hast du zu verlieren? Und du weißt, dass es richtig ist und du weißt, dass man diese zwei Personen unterstützen sollte oder diese 20 oder diese 500. Das ist das leise danebenstehen, ist so, nein, das geht nicht und das sollten wir nicht machen und das ist super schwer. Dazu gehört sehr viel Zivilcourage, dazu gehört sehr viel auch, wie gesagt, Selbstreflexion und auch bis zu einem gewissen Grad wirklich größer. Aber wir können lernen und wir dürfen Fehler machen und es ist okay, auf diese Fehler hingewiesen zu werden. Und es ist nicht schlimm zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich mache das nächste Mal besser. Das ist, was mir wirklich wichtig ist. Das ist das, was ich bei mir versuche regelmäßig zu ändern, also dazu zu beobachten oder auch zu reflektieren. Wie sage ich etwas? Wie kann ich darauf achten, dass meine Sprache und mein Ton und meine Aussagen inklusiv sind? Das fängt ja schon beim Gendern an, ja? Dass wir sagen, Stricker und Strickerinnen, genauso wie Häkler und Häklerinnen, die ich immer vergesse, sind bei meinem Podcast herzlich willkommen und es ist völlig egal, welche sexuelle Orientierung, ob du ein Mann bist, eine Frau, ob du dich als Mann oder Frau fühlst, ob du
welche Hautfarbe du hast, welche Religion du hast, ob du gar keine Religion angehörst, das ist mir egal. Wichtig ist, dass wir uns respektieren, wichtig ist, dass wir einander zuhören und auf das, was der andere sagt, versuchen auch einzugehen und das Ego dann auch vielleicht mal ab und zu hinten anstellen. Ich glaube, das ist das alles, was ich sagen wollte. Das war mir wichtig, das gleich am Anfang loszuwerden, meinen Stein vom Herzen zu bringen sozusagen. Ich hoffe, ich habe mich halbwegs klar ausgedrückt. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte fragt es mich. Es gibt dafür prinzipiell die Möglichkeit unten in den Kommentaren. Noch lieber ist es mir, wenn ihr mich auf Reverie kontaktiert. Da heiße ich übrigens Trochilita und dort haben wir auch eine Gruppe, die heißt Sissi will Wolle. Und auf Reverie.com, da findet der ganze Spaß statt. Nämlich, wenn es Knit-Alongs gibt oder wenn man sich zu einem Pattern austauscht oder überhaupt zu verschiedenen Themen. Da gibt es immer wieder Themen, über die wir auch plaudern können. Jetzt im Sommer ist es gerade ein bisschen ruhiger. Ich merke, es sind einige auf Urlaub, ich fahre jetzt dann auch bald weg, aber dort ist auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man sich super schön austauscht und dort könnt ihr mir auch eine Nachricht schreiben, wenn ihr eine Frage habt, beziehungsweise dort findet ihr auch immer alle Shownotes, das heißt alles, was ich jetzt gezeigt habe, also was ich jetzt zeigen werde und worüber ich sprechen werde, wird auch dort nochmal ganz genau verlinkt und auf Reverie ist es wirklich super toll verlinkt, ihr findet aber auch alles unten in den Shownotes. So. Zum Stricken, zum Stricken, zum Stricken, zum Stricken. Heute ist so ein Tag, habe ich gesagt. Zuerst einmal zu den fertigen Projekten. Ich sage, es ist ein fertiges Projekt. Das ist übrigens kein fertiges Projekt, das ist der Loki. Und er ist Gott sei Dank gerade gefüttert und brav. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Er hat eh schon die Aurora vertrieben. Das zählt als fertiges Projekt. Es ist nämlich sozusagen fast, sagen wir mal, es ist fertig. Es ist ein Stegosaurus. Und ich habe dieses wunderschöne Strickstück letztes Mal schon hergezeigt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sogar schon den Körper fertig hatte, aber auf jeden Fall ist er jetzt fertig. Was jetzt noch fehlt, wenn ihr Stegosaurin kennt, also das ist der einzige Dinosaurier, den ich mir namentlich merke, tatsächlich. Triceratopsaurus merke ich mir nie, oder heißt der Triceratopsaurus? Nein, der heißt glaube ich anders. Der mit den drei Hörnern vorne, das ist eigentlich mein Lieblingssaurier, ich merke mir nicht, wie er heißt, mein Mann lacht mich jedes Mal aus. Zurück zum Thema, Stricken. Und zwar habe ich hier einen Stegosaurus gestrickt und wie ihr seht, fehlen jetzt nur noch diese Platten, diese Schildplatten. Ich gebe ein bisschen näher. Es tut mir leid, das Licht ist da gerade super schlecht. I can't change that now. Wir leben damit. Und diese Schildplatten, ich habe das deshalb noch nicht angenäht, damit ihr seht, wieso man mit diesen Teilen hier mehr Spaß hat. 1, 2, 3, 4, viele. 9 von diesen Plattenteilen, die übrigens wirklich schnell zu stricken sind, die werden eigentlich in der Runde gestrickt. 9 von denen, ein Körper, 4 Beine, unendlich viele Fäden zu vernähen. Im Gegensatz zum Wasabi, wenn ich erinnern könnt, gehen wir mal ganz kurz durch, Wolle sage ich gleich was, wie das da zum Stricken war. Bauch, also Körper war zum Stricken und dann auch gleich die eine Flosse und die zweite Flosse hat man die Maschen abgeteilt und dann hat man die noch dran gestrickt und dann noch die zwei. Die Flossen. So, ein Faden, zweiter Faden, dritter, vierter, 5, 6, 7, 8. 8 Fäden zu vernähen und 2 Flossen anzunähen. 8 Fäden zu vernähen. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10 plus 18, weil immer ein Anfang und ein Schlussfaden und die müssen ja beide vernäht werden, sind 28. Abgesehen davon, dass ich 4 plus 9, 13 Teile annähen muss. Das wird ein super Stegosaurus, der wird heute auch vielleicht eventuell sogar möglicherweise fertig. Gibst du das her? Also auf jeden Fall, der Stegosaurus ist super. Zum Stricken, er geht urschnell, aber wenn man nicht gerne Fäden vernäht, mach lieber den Wasabi. Da sind fast keine Fäden zu vernähen. Schaut auch süß aus. Die Wolle ist Enchanted Sheep Decay in der Farbe Arctic. Und das sieht man jetzt schlecht, dass die Dimples, es tut mir leid, ich habe die Wolle jetzt nicht mitgenommen. Sie schaut sehr, sehr schön aus. Also man sieht es eh ein bisschen, es ist so ein Violett ins Pinkische gehende. Dass die Dimples, es tut mir leid, ich habe jetzt nur den Knödel da. Auch Decay, also doppelt gehaltene Fingering, ein bisschen stärkere Wolle, ein bisschen dickere Wolle, deswegen ist er auch recht groß. Also groß. Ich finde eine schöne Größe. Und die Farbe heißt Purple Rain. Hat sehr viel Spaß gemacht, war eine Gratis-Anleitung, war eigentlich relativ einfach zu verstehen. Ich habe das immer mit einem Nadelspiel gestrickt in der Runde und das
normalerweise strickt man ein Nadelspiel mit 5 Nadeln. In dem Fall habe ich nur mit 4 Nadeln gestrickt. Das heißt, die Maschen waren auf 3 Nadeln aufgeteilt. Und mit der 4. habe ich gestrickt. Das habe ich aber auch beim Wasabi gemacht. Das geht sich, weil das so wenige Maschen sind, super gut aus. Vor allem auch die Schildplatten, die werden auch in der Runde gestrickt. Also da kann ich theoretisch, die sind praktisch hohl, da könnte ich theoretisch meinen Finger hineinstecken. Die werden nicht gestopft, also da kommt kein Füllmaterial hinein. Ja? Das macht es aber so ein bisschen dreidimensionaler. Also weil theoretisch eben könnte man die so auch aufbiegen. Also ich könnte sie auch breiter zum Beispiel aufnehmen. Ich habe überlegt, ob ich mehr Schildplatten mache, weil normalerweise hat der Stegosaurus ja nicht einfach nur 9 Platten hintereinander, sondern der hat sie ja eigentlich so versetzt und am Schwanz sollten ja 3 sein. Nein, 9 reicht völlig. Danke. Das passt dann schon. Das werden Geschenke für ganz liebe Freunde von mir, also für die Kinder natürlich. Erwachsenen kann man sowas, finde ich, auch schenken. Und zwar zum Schulstart, das ist schon für den Herbst. Habe ich beschlossen, wird es das geben. Die Anleitung, und jetzt muss ich kurz auf meinen Spickzettel schauen, ist Dinosaurier Junior, ich habe sie Stegosaurus genannt, von Katie Boyette. Ich gebe euch auch den Link hinein und unten in die Box. Und das ist, wie gesagt, eine Gratis-Anleitung. Das heißt, eigentlich auch nicht schwer zu verstehen, obwohl sie auf Englisch ist, weil es meistens nur mit Abkürzungen. Es ist nur Knit Two Together, Slip Slip Knit Knit. Ich glaube nicht einmal Pearl. Nein, nur Knit. Genau. Ah ja, Make One Right, Make One Left, glaube ich, ist maximal noch. Also Zunahmen sind noch zu machen. Das ist alles bei der Anleitung. Nicht schwer. Und wie gesagt, geht eigentlich relativ flott. Wenn man so gefitzelte Sachen mag, super Geschenk, super easy, lässt sich super mit Resten verwerten. Ihr findet bei meinen Projekten auf Ravelry auch genau die Angabe, wie viel Wolle ich verwendet habe. Also die Nadelstärke, das waren in dem Fall 3 mm Nadelspiel habe ich verwendet und wie viel Wolle da jetzt hineingegangen ist. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, für die Schildplatten urwenig Wolle. Also wirklich, ich glaube 10 Gramm habe ich verwendet. Also es ist nicht wirklich viel. Das war mal zu meinen fertigen Projekten. Viel mehr ist nicht fertig geworden, weil ich habe gerade 2 Pullover auf den Nadeln. Hatte ich vorher gesagt, dass so ein Tag ist heute. Ja. Zum Schreien und im Kreis laufen. Ich habe heute gestrickt. Ihr fragt euch vielleicht, wieso ich das in einem Sackerl habe, in einem Gefrierbeutel. Tja, weil dieser wunderschöne Pullover mir entgegengekommen ist, bewegenderweise, mit Kleintieren. Auf gut Deutsch, ich habe Motten gefunden, Larven, in meinem Strick. Ich war grantig, ich war so richtig sauer. Ich habe es genommen und in die Tiefkühle gesteckt. Ich habe es jetzt nur herausgenommen, ich stecke es nachher nochmal in die Tiefkühltruhe, über Nacht. Ich habe es jetzt nur herausgenommen, um euch zu zeigen, wie viel ich gestrickt habe. Das ist der April Pullover von Isabel Kramer. Er ist wunderschön, er ist super flauschig. Ich stricke mit Wolle von La Bien Aimée in Allure. Das ist eine Alpaka-Merino-Kaschmir-Mischung, weshalb sie besonders anziehend für kleine fliegende, kriechende Raupen, Motten, Viecher ist. Wenn ich zurückbeißen könnte, würde ich es tun. So weit bin ich mit meinem Pullover. Er strickt sich unendlich langsam. Ich letztes Mal schon gesagt, 2,5 mm Nadeln stricke ich und dieses Pattern ist eigentlich auf 3 mm Nadeln, glaube ich. Bleib auch noch hängen. Heute ist so ein wunderschöner Tag. So, ich habe nicht sehr viel gestrickt, wie ihr seht. Nur so ein paar Zentimeter, wenn ihr den Stitchmarker erkennen könnt, ich hoffe. Und das Ding ist langsam, ich wollte es nur trotzdem herzeigen. Ich habe es in die Tiefkühltruhe gesteckt, für jene, die das nicht wissen. Wenn dein Gestricke dir lebendigerweise entgegenkommt, alias Motten aufweist, dann macht es keinen Sinn, es einfach nur zu waschen, hat man mir gesagt, sondern große Hitze, starke Kälte tötet diese Tiere ab. Es gibt dann noch eben natürlich Mottenfallen, sollte man aufstellen für die fliegenden Tiere. Aber die, die Larven und die Eier tötet man mit Hitze und oder Kälte. Also in dem Fall in einen Gefrierbeutel packen, in die Gefriertruhe packen. So gesehen ist es dann auch nicht einmal grauslich. Und einfach mal ein paar Stunden lang frieren lassen. Dann sollte man das meiste hoffentlich getötet haben. Das ist mein Plan, das ist mein Ziel. Ich möchte diesen Pullover einfach fertig bekommen. Er ist irrsinnig schön zum Stricken, er ist nur irrsinnig langsam, weil die Wolle sehr fein ist, weil die Nadeln sehr dünn sind. Mit dem Lesmuster muss man sich jede zweite Runde total konzentrieren, das ist einfach auch mühsam. Und ich muss ja nur noch gerade runterstricken, weil ich habe schon beschlossen, ich habe erstens nicht mehr so viel Wolle, ich habe noch einen kompletten Strang.
Das geht sich, also es geht sich locker aus mit der Wolle, aber ich werde keine Ärmel machen, sondern maximal nur so ganz kurze. Und was ich mir jetzt im Nachhinein gedacht habe bei dem Pullover, ich hätte den, also wenn ich ihn jetzt nochmal stricken würde, was ich sicher nicht mache, dann hätte ich den Rückenteil nicht mit Spitzenmuster, also nicht mit Lochmuster gemacht, sondern ich hätte ihn auf der Rückseite glatt gestrickt. Das finde ich auch optisch schöner. Ich hoffe, dass er mir, also ich habe ihn jetzt auch nochmal angehabt dazwischen und er hat mir gepasst. Also er passt, hat aber keine Taillierung, gar nichts, was aber glaube ich mit dem Lesmuster auch nicht notwendig ist. Das werden wir sehen, wenn er fertig ist. Ich bin schon urhappy, wenn er einfach fertig ist. Also ja, looking forward. So, das war das eine, was ich auf den Nadeln habe. Habe ich da alles gesagt von Isabel Krämer. Upsi. Isabel Krämer La Bioemie Wolle, die ich mir letztes Jahr im Februar gekauft habe, also schon über ein Jahr eigentlich habe. Das Projekt habe ich jetzt eigentlich schon relativ lange auf den Nadeln, ich glaube ein halbes Jahr. Und ich zeige es euch, glaube ich, erst wieder, wenn ich wirklich viel Fortschritt gemacht habe, also wenn er fertig ist, der Körper, beziehungsweise wenn es fertig ist sogar. Also es kann sein, dass ihr nächstes Mal nicht seht, sondern erst übernächstes Mal, hoffen wir mal das Beste, dass er fertig wird nämlich. Dafür habe ich jetzt noch ein Projekt, bei dem ich eigentlich sehr brav unterwegs bin. Dafür, dass es langweiliges Geradeausstricken ist. Langweiliges Geradeausstricken bedeutet in der Runde glatt rechts zu stricken, was ja, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr nicht das erste Mal einschaltet, sondern schon das, was immer, 17, 18, das 18. Mal einschaltet, dann wisst ihr, dass ich glatt rechts stricken eh auch okay finde. Aber eigentlich lieber Line. Na gut, es ist für bei einer Strickrunde sitzen und stricken total super. Es ist für, weil ich werde jetzt mit dem Auto länger unterwegs sein, im Auto stricken oder im Zug stricken, ist es perfekt, weil man muss überhaupt nicht schauen, man muss überhaupt nicht denken, man muss einfach nur einfach in der Runde stricken. Vor allem jetzt muss ich nur noch, ich glaube, fast 40 cm geradeaus nach unten stricken. So, das ist der V-Boxy von Jorge Locatelli, gestrickt in der wunderschönen Wolle von Stranded Dyeworks Amy Florence in BFL Nylon, Blue Face Leicester Nylon, das ist ein Fingering Weight, also Sockenstärke im Prinzip. Und in der großartigen Farbe, und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schön seht, da ist es im Sonnenlicht, Firecracker. Ich gehe nochmal vor zur Kamera, aber da seht ihr das nicht, weil da seid ihr genau im Schatten. Es ist ein rot-pink-orange Wolle. Es kommt echt darauf an, in welchem Licht man ihn sieht. Erst prinzipiell ist es für mich von der Farbe her so rot-pink. Hat eben auch so schwarze Flecken drinnen. Und wenn ihr genau schaut, ich habe hier zwei Fäden runterhängen. Das bedeutet, ich alterniere mit zwei Wollknäueln. Großer, also nicht der große. Das ist schon der frisch gewickelte. Ich alterniere mit zwei Wollknäueln. Also das ist jetzt der kleine und der größere. Und ich habe meinen nächsten schon da, aber mit dem stricke ich noch nicht. Der ist nur schon aufgewickelt, damit ich ihn einfach schon habe. Und ja, ich hatte dieses Projekt auch natürlich mit auf meiner Knitcation mit meiner besten Freundin, da war ich in London. Werde ich später noch ein bisschen mehr erzählen. Aber auf jeden Fall hatte ich dieses wunderbare Teil auch mit bei der Strickrunde von Wild and Woolly. Und ich habe mich gefreut. Ich habe ein bisschen einen Fangirl-Moment gehabt, weil ich habe die Ellie von Skein Deer Knits dort getroffen das erste Mal und ich habe mich urgefreut, dass ich sie gesehen habe, mal in Live und in Action. Die Strickrunde war überhaupt total nett, das ist eigentlich urcool, wenn man in eine andere Stadt fährt und auf Urlaub fährt und sich dort einfach schaut, ob es dort eine Strickrunde gibt, wo man sich einfach dazusetzen kann. Man lernt die Leute kennen, man sieht einmal ein Strickgeschäft und das war wirklich sehr, sehr fein, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, wir haben den Tag und den Abend vor allem sehr, sehr genossen in der Gesellschaft der wunderbaren Strickerinnen und Häklerinnen. Ich glaube, die haben tatsächlich alle gestrickt. Ja, ich glaube tatsächlich alle gestrickt. Zu dem Design. Ich habe, bevor ich gefahren bin, weil das war ein bisschen eine spannende Konstruktion, man fängt an, hinten den Rücken zu stricken. Dann, muss ich sagen, schau, ich keinen Blödsinn machen. Dann nimmt man Maschen auf für die rechte Schulter und strickt die rechte Seite runter. Dann lässt man das sozusagen liegen. Den Rückenteil lässt man auch liegen. Also ich habe es einfach immer am Kabel gelassen. Wenn es heißt, ja, gib's also für einen Sicherheitsfaden durch und lass es auf dem Faden liegen, habe ich einfach das Kabel von den Stricknadeln drinnen gelassen. Oder extra Stricknadeln, wenn man extra Stricknadeln hat, drinnen gelassen. Also das ist halt das super Tolle, wenn man Nadeln hat, wo man die Spitzen praktisch runterschrauben kann. Dann kann man das, und dann braucht man halt mehr Kabel, aber mehr Kabel ist billiger als fünfmal die Nadeln zu haben. Ich habe eh beides, aber darüber reden wir jetzt nicht. Also ich habe einfach
im Rückenteil die Nadeln drinnen gelassen, im Vorderteil dann das Kabel drinnen gelassen. Dann habe ich den linken Vorderteil gestrickt. Also das war nicht in der Runde in dem Fall noch, sondern flach. Also immer links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und ihr wisst eh, was Flachstricken heißt. Und dann hat man die Teile sozusagen verbunden. Also den linken Vorderteil mit dem Rückenteil, mit dem rechten Vorderteil. Da hat man aber dann auch noch flach gestrickt, bis man dann bei dem Punkt war, mit den Zunahmen vom Ausschnitt, also von diesem V-Ausschnitt, dass man hier in der Runde gestrickt hat. Das habe ich zu Hause gemacht. Also das habe ich noch, das war nämlich eben nicht ganz gedankenloses Stricken, weil da musste man eben aufpassen, wie viel rein man strickt und wie viel Abnahmen und Zunahmen hat. Das heißt, ich habe geschaut, dass ich noch vorm Wegfahren so weit fertig werde, dass ich in der Runde bin. Und das heißt, das habe ich alles in der letzten Woche gestrickt, in meiner Knitcation, in meinem Strickurlaub. Das letzte Mal habt ihr es gesehen, also wie ich es euch gezeigt habe, war ich hier. Das bedeutet, ihr habt eigentlich den Rückenteil nur gesehen. Alles andere habt ihr noch nicht gesehen. Alles andere ist neu. Alles andere habe ich jetzt gestrickt. Und ihr seht, das wird eigentlich ein ziemlich großes Teil. Also ein ziemlicher Kasten. Boxy. Das ist ohne Figurbetonung eigentlich wirklich nur so ein gerader, ich sage jetzt mal böse, Sack nach unten gestrickt. Ich stricke das beinhart nach Anleitung. Ich habe geswatcht, also ich habe eine Maschenprobe gemacht. Die Maschenprobe hat auch gepasst. Ich habe die gleiche Nadelstärke sogar verwendet, also das hat alles hingehaut. Werden wir sehen, wie er rauskommt. Aber ich habe jetzt ganz bewusst, ganz, ganz absichtlich nichts verändert, weil bei dem Design ist jetzt, sage ich mal, noch nicht so viel verhaut, wenn er wirklich zu groß sein sollte. Das ist nur mal für mich auch einfach ohne etwas zu verändern, weil bei allen anderen Pullovern, die ich bis jetzt gestrickt habe, bei jedem einzelnen habe ich meistens die Nadelstärke geändert, weil ich ein anderes Maschenbild haben wollte und hatte dadurch eine andere Maschenprobe und musste mir den Pullover immer umrechnen. In dem Fall muss ich das nicht machen. Das ist der V-Neck von Jorge Locatelli. BFL, also Blueface Lester, verstrickt, also fühlt sich etwas rauer oder ich sage gerne trockener an als die Merino. Also die Merino ist viel weicher als die BFL, aber das, ich finde es jetzt nicht unangenehm, sondern es ist einfach, mir fällt es einfach auf. Ich bin gespannt und ich hoffe sehr, dass es mir beim Tragen keine Probleme machen wird, weil da habe ich ein bisschen Angst davor, weil ich bin eigentlich relativ sensibel. Deswegen bin ich ja so auf fancy Wolle eigentlich, aber die Blueface Lester wird nicht so schnell peelen. Wird nicht so schnell Kügelchen machen, also wie zum Beispiel Kaschmir. Und deswegen habe ich jetzt einmal versucht, mit der Wolle etwas zu stricken. Und ja, die Farbe finde ich großartig. Mir macht jedes Mal total Spaß, auch wenn es nur glatt rechts ist, mit der zu arbeiten. So, eine Sache habe ich noch auf den Nadeln. Und zwar Socken. Man braucht immer ein paar Socken auf den Nadeln. Und vor allem, die habe ich deswegen angeschlagen. Also da habe ich schon gewusst, okay, ich mache Socken im Flugzeug. Weil im Flugzeug ist es A, klein genug, B, wenn sie mir da wirklich die Nadeln wegnehmen, ist es nur ein Nadelspieler, also da habe ich keine Metallnadeln drinnen, sondern Holznadeln. Und das ist eigentlich noch nie ein Problem gewesen. Also die sind klein genug und war wurscht. Das, was ich ursprünglich angefangen habe zu stricken, sind die Narzissa-Socken aus dem inoffiziellen Harry Potter Buch. Und die haben mit dieser Wolle einfach 0,0 funktioniert. Ich habe mich dann so geärgert, erstens hat es nicht schön ausgeschaut, zweitens glaube ich, hätte ich kleinere Nadeln nehmen müssen, dafür aber die größere Größe stricken, weil das war so ein Lochmuster, das hat man nicht gescheit gesehen und es hat mir in der Kombination mit der Wolle, die ich euch jetzt zeigen werde, überhaupt nicht gefallen. Also so viel gestrickt, wieder aufgetrennt, neues Muster gesucht. War nicht so einfach, geht aber Gott sei Dank alles, weil auf Ravelry habe ich eh ganz viele Anleitungen, die mir schon gefallen haben und da habe ich einfach dann was in England rausgesucht und konnte das dann halt zwar nicht ausdrucken, aber ich habe es am Handy gehabt zum Stricken. Diese Wolle, übrigens die Ellie, hat sich fast genau so eine gleiche Wolle gekauft. In Janningham. Zu Janningham komme ich dann noch. Da seht ihr das nicht. Seht ihr das? Also es ist eine graue Wolle mit so Speckles in grün, ein bisschen etwas rosa, es ist auch drinnen. Und die Wolle heißt, darf ich euch kein Blödsinn sagen, Ollan Handdyed in Island Sockleid und die Farbe heißt Boot. Es ist eben so ein Grau und es tut mir leid, wenn ihr es heute schlecht seht, ich zeige es eh noch einmal her. Und ich habe mich jetzt entschieden, eben die Astor-Socken zu stricken von der Jesslyn Salem. Ich glaube, von der Jesslyn Salem habe ich euch schon mal was gezeigt. Und das ist ein Hebemaschenmuster. Wo ist die fünfte Nadel da?
Das ist ein Hebemaschenmuster auf der Vorderseite, deswegen zieht sich der Socken auch ein bisschen zusammen. So, ein Hebemaschenmuster vorne. Das ist ein kleiner Maschenmarkierer. Oder Progress Keeper in dem Fall. Und hinten hat man nur ein kleines Rippchen, also das ist nur so ein 2x oder 3x1 Ripp, 2x1 Ripp. Zwei glatt, eine verkehrt. Das strickt sich total gedanklich, also das Muster hat man sehr schnell in Duss und kann es relativ schnell stricken. Deswegen war das eigentlich dann zum Flugzeugstricken perfekt, hat mir Spaß gemacht. Das war nämlich mit den Narzissa-Socken auch, das war so, ich bin ins Muster nicht hineingekommen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das Muster irgendwie komisch verbaut war, weil für die mittlere Größe hat es genau gepasst, für 66 Maschen. Und für die kleinere Größe und für die größere Größe war das irgendwie komisch verschoben und das war dann auch komisch aufgeteilt, weil das war eine ungerade Anzahl von Maschen. Es hat mich wahnsinnig gemacht auf so vielen Ebenen, könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Astor Socken, Chaslin Salem, ja, danke, die machen schon mal viel mehr Spaß. Die Socken stricke ich gerade, die werde ich auch einfach jetzt dann mithaben für den Urlaub. Und ja, ich bin da jetzt nicht so arg dahinter. Bei mir auf Reverie heißen sie Behind the Curtain, weil, wie ihr vielleicht wisst, versuche ich immer, vorher haben sie ja Narzissa-Socken geheißen, hat die Anleitung so geheißen, ich versuche immer Harry Potter thematische Socken zu stricken. Und Behind the Curtain heißt, wenn ihr das vielleicht wisst, Sirius Black, der hinter den Vorhang sozusagen fällt. Und Behind the Curtain auch die Black-Familie, das passt irgendwie sehr gut, weil das ist so grau mit grün. Die ja alle eigentlich in Slytherin waren, awesome Sirius, und es hat so verschiedene, also es sind Sirius Socken, wenn ihr so wollt, und ich habe sie eben Behind the Curtain genannt, weil das vorne mit dem Hebemaschenmuster auch so ein bisschen ausschaut. Ja, das ist das Sockenprojekt, was ich gerade stricke, und das macht mir eigentlich relativ viel Spaß, falls ihr euch wundert, ich habe meine Socken in einem sogenannten Needle-Cozy, das ich selber gemacht habe. Was kann das? Das kann einfach, dass mir A, die Socken nicht rausfallen und ich auch keine Nadel verlieren kann, weil ich habe ja meine Reservenadel mit. Und es kann mir mein Strickstück nicht runterfliegen und ja, das ist eigentlich ganz praktisch. Wenn ich das rausziehe, kann ich nichts verwursteln oder vertun. Genauso wie die kleine Projekttasche da, die ist auch von mir. Also kann man leider nirgends kaufen, weil ich bin viel zu faul, um sowas zu nähen für andere Leute. Also ab und zu mache ich das schon, aber ich habe jetzt meine Nähmaschine sicher ein halbes Jahr lang wieder mal nicht angeschaut. Nein, nicht ein halbes Jahr. 2-3 Monate. 3 Monate sicher. Oh, das letzte Mal habe ich sie angeschaut für die Pride Parade, weil da habe ich was genäht. Aber keine Projekttaschen. So viel dazu. So, ich habe schon gesagt, Wollurlaub in London. Ich war natürlich in London in Loops. Das ist sozusagen das, wenn man so möchte, im Wollgeschäft in London. Wir waren auch gemeinsam in einigen Stoffgeschäften, also zumindest in einem. Da bin ich nur mitgegangen. Wir waren überhaupt einfach shoppen. Wenn man mich fragt, was wir uns in London angeschaut haben, ja, London. Wir haben jetzt nicht unbedingt Touristenprogramm gemacht, außer Harry Potter. Das haben wir uns angeschaut. The Cursed Child, das Theaterstück, was auf 2 Teile in London gespielt wird. Also am Donnerstag und am Freitag. Das wird über 2 Abende gespielt. Und das war urgroßartig, auch wenn wir irgendwie, man sagt bei uns so gerne, am Juche gesessen sind. Also ganz oben am Juche. Das ist so der Gipfel der Plätze. Also wirklich, ich glaube, so weit oben bin ich überhaupt noch nie gesessen. Es war dahinter uns gab es niemanden mehr und seitlich schon. Also wir sind mittig gesessen, aber das war es dann auch schon. Haben trotzdem eigentlich gut gesehen und es war eine Wahnsinnsshow. Also ich würde sofort wieder gehen. War einfach großartig. Großer Harry Potter Fan. Cursed Child. Yay. Hat mich sehr gefreut. Und sonst haben wir eben eigentlich überhaupt kein Programm gemacht, im Sinne von, wir haben uns jetzt zwar schon, wir waren auch kurz im Museum und haben uns das angeschaut, aber wir waren jetzt nicht so auf Touristenprogramm, sondern wir waren eigentlich in London, weil Yarningham war am Samstag und am Sonntag. Wir waren am Samstag in Yarningham, weil ich gesagt habe, Samstag ist geschickter, abgesehen davon, dass wir am Sonntag zurückgeflogen sind. Samstag ist geschickter, weil tatsächlich bei so einem kleinen Festival, wo nicht so viele Standeln sind, lieber am ersten Tag sein, weil vielleicht ist am zweiten Tag die Wolle aus. Das ist zumindest meine Angst. Also ja. Und ich habe mir Wolle gekauft. Also ganz wenig. Also ich habe mich versucht. Also ja, Leipzig war ja schon arg. Leipzig war wirklich arg. Da hatte ich aber auch einige Projekte, wo ich gewusst habe, da möchte ich für diese Projekte auch Pullovermengen kaufen oder Tuchmengen kaufen, da habe ich das einfach gewusst. Jetzt bei Yarningham war das so, habe ich mir gedacht, okay,
wenn ich wirklich was unbedingt haben mag und es gab zwei Länder, wo ich unbedingt hingehen wollte, also Verkäufer, beziehungsweise ein Verkäufer, wo ich unbedingt, unbedingt hingehen wollte, da bin ich auch total ausgeflippt. Ich bin überall aus. Wurscht, reden wir nicht darüber. Auf jeden Fall versuche ich, projektbezogen zu kaufen nach Möglichkeit, dass ich nicht einfach nur 10 Stränge Wolle kaufe und dann keine Idee habe, was ich damit stricke. So, 10 Stränge Wolle. Sagen wir, es sind 10 Stränge Wolle. Also, der Verkäufer oder der Stand, zu dem ich unbedingt wollte, war Mr. B Yarns und die heißt, also Mr. B, er werbt und sie, seine Frau, ich weiß jetzt leider nicht, wie die zwei heißen, aber die heißen Bird Street UK, haben auch einen Etsy-Shop und ich verlinke euch natürlich ihre Homepage. Und das war dann die erste Wolle, die ich in der Hand hatte, die ich wunderschön gefunden habe und ich wollte die eigentlich haben für ein Tuch. Die heißt Kreolenpunsch. Ist eine Sockenwolle und er hat mir gesagt, ich werde nicht glücklich in einem Schal, das ist für Socken gedacht, weil die werden Spiralen. Also die werden sozusagen ganz stark poolen und die werden eher so in Mikrostreifen eventuell poolen. Er hat gesagt, er freut sich, wenn ich es poste, weil die hat noch niemand gestrickt und er hätte gerne ein verstricktes Bild sozusagen von denen. Das ist der Plan. Die Farbe fand ich einfach wunderschön, das ist so ein peachiger Ton, also so Pfirsichfarben. Oder Koralle, wenn ihr wollt, und dann geht es ins Dunkelrote, hat mir urgut gefallen. Das war der erste Strang, den ich in der Hand hatte, aber ich wollte mehr als nur eine Strangwolle von ihm. Deswegen habe ich dann zu dieser wunderschönen Kombination gegriffen. Bumm, bumm, Wolle fliegt. Zu dieser wunderschönen Kombination gegriffen, mit der ich auch schon geplant, also mit der ich jetzt schon weiß, dass ich ein Schal oder ein Tuch stricken werde für meine Mutter. Und hoffentlich schaut sie nicht zu. Ich glaube nicht. Sie hält selten so lange durch. Das ist auch Hiddleston 4 Ply, also wieder eine Sockenwolle. Merino Nylon hat 425 Laufmeter, was eigentlich relativ gut ist. Und die Farben heißen einmal Pebbles on a Beach. Das ist so ein Grau, würde ich jetzt sagen. Aber es ist so grau, blaugrün mit beigen Speckles. Also, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Es ist echt total doof mit dem Licht. Aber es ist wunderschön. Vor allem passt das sehr gut zu diesem Tannery, zu diesem Creme, also Cremeblödsinn, Karamellton, der sehr schön ist, auch mit Speckles drinnen. Und auch diese Farben werden wieder in dem, das ist Stella Bella, so heißt der Hund übrigens, in diesem cremefarbenen Ton, in diesem Weißton aufgefangen, in den Speckles, wo dann auch so dunkelgraue Speckles eben drinnen sind. Also diese drei werden ein wunderschönes Tuch, also die habe ich gekauft im Wissen oder im Denken, dass ich die drei gemeinsam verstricken möchte. Da habe ich auch schon ein Tuch in Planung, aber das sage ich dann, wenn ich es wirklich zum Stricken anfange, weil das wird jetzt noch ein bisschen warten, das stricke ich noch nicht jetzt, das stricke ich erst ein bisschen später. Diese vier Stränge von Mr. B, wirklich bei dem seinem Stand bin ich gestanden und nicht nehmen, ich will das haben und es ist urfurchtbar. Also es ist, entweder hat man einen Plan, was man kaufen möchte, oder man hat Leute, die wirklich gute Nerven haben. Also die zwei waren urlieb. Die haben wirklich, die waren urlieb. Ich weiß nicht, wie wahnsinnig ich rübergekommen bin, aber die waren großartig. Also, ja, sehr, sehr feine, wirklich sehr feine Leute. Hat mich urgefreut. Das nächste, wo ich vorbeigegangen bin, war Hey Jay. Und die hat großartige Sockenwolle gehabt, hier wieder eine BFL Nylonwolle, also eine Sockenwolle, und die konnte ich einfach nicht nehmen, also das ist so. Und ich habe sie gefragt, wie heißt die Farbe, sie hat gesagt, die Farbe hat keinen Namen, ich sagte, doch hat sie, die heißt Wassermelone. Also ich habe diese Farbe Wassermelone genannt und die wird streifen. Also das sieht man auch schon, ich mache es kurz für euch auf, ich kriege es nie wieder zu, aber ist ja wurscht. Kann euch ja egal sein, ne? Woran erkennt man, ob die Wolle streifen wird oder eben nicht? In dem Fall seht ihr, dass es wirklich so geblockt gefärbt ist. Das heißt, es gibt einen Block oben und es gibt einen Block unten in diesen zwei Farben. Und durch diese Zweifärbigkeit entsteht dann, man nennt das im Englischen Pooling, das heißt eine Farbansammlung, ein Farbclash sozusagen auf einer Seite oder immer so auf Teilen, vor allem bei Socken. Wenn ihr eine kleine Runde nur strickt. Und in dem Fall hat sie mir gesagt, wird das auch wirklich in Streifen sich poolen. Also in so Mikrostreifen, das heißt teilweise nur eine Reihe pro Farbe sozusagen. Da kommen wir jetzt auch schon zur Streifenwolle. Und das kriege ich nie wieder zu, habe ich gesagt, oder? Lässt du meine Sachen? Nee, du bist die.
wurscht. Passt schon. Wurscht. Mein Problem, nicht eures. Genau, und dann habe ich noch eine Wundertüte gekauft und da war so ein kleiner Ministreifen drinnen, das ist auch Sockenwolle, in dem Fall ist es Merino-Nylon-Sockenwolle und das ist total cool, das ist so ein Petrolgrün mit einem Orange, Pfirsich-Orange oder ist eigentlich schon sehr orangig. Ja, das ist voll cool, Mini. Wofür braucht man Mini? Keine Ahnung. Kann man schon, für irgendwas kann man schon verwenden, für irgendein kleines Projekt. So, Streifen, hahaha. Und zwar, selbststreifende Wolle ist halt wirklich was Besonderes, weil das muss man ganz speziell färben. Und es gibt nicht sehr viele Handfärber, die selbststreifende Wolle färben, weil es einfach ein irrsinniger Aufwand ist. Weil du musst genau wissen, wie lang der Bereich ist, den du färbst, dass er dann auch eine Runde macht oder eben nicht nur eine Runde macht dann beim Stricken, sondern eben vier Runden. Die meisten rechnen, glaube ich, mit 60 Maschen und dass das halt ungefähr bei jedem Socken gleich ausschaut, weil natürlich, wenn du 72 Maschen anschlägst für eine Runde Stricken, dann kommst du auf eine andere Maschenanzahl, auf eine andere Rundenanzahl für jeden Streifen. Stricken ist Mathe, Färben ist noch viel mehr Mathe und Chemie. Also, ich habe mir von Fab Funny Funky Fibers, die habe ich vorher nicht gekannt, die waren übrigens auch unendlich nett, weil ich für die Julia selbststreifende Wolle mitgebracht habe. Weil ich hier selbststreifende Wolle mitgebracht habe, weil sie hat sich welche gewünscht, habe ich mir auch welche mitgenommen. Und zwar habe ich mir einmal die Fab Funky Fibers Break in the Clouds gekauft. Das wird so graue Streifen und dazwischen Regenbogenstreifen. Ich hoffe, ihr seht das. In dem Fall sind das 250 Gramm Knäuel, damit die wirklich, da kann man praktisch die eine Socke mit dem einen Knäuel, die andere Socke mit dem anderen Knäuel und die sind schon richtig. Die sind dann gleich. Man muss nicht mehr schauen, wo welcher Streifen anfängt, weil die sind schon so gefärbt, dass dann beide Socken oder Handstulpen genau gleich gestreift sind. Man kriegt aber aus 50 Gramm prinzipiell ein paar Socken raus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Zehen, also die Spitze, die Ferse und das Bündchen in einer anderen Farbe stricke, das ist jetzt der zweite Strang, den ich habe, geht sich bei mir zum Beispiel aus, dass ich ein ganzes Paar Socken aus 50 Gramm kriege, das heißt, aus dem sogar zwei Paar Socken rauskriegen könnte. Die Farbe heißt Versity und die streift in, sieht man eh so grau, Pfirsich, Minz, die fand ich einfach süß. Die hat mir einfach gut gefallen. Da ist Licht. Seht ihr das? Das ist sehr weit weg. Das ist näher. Das Licht ist furchtbar. Aber es ist wunderschön. Das war die selbststreifende Wolle. Nachdem es, wie gesagt, handgefärbte selbststreifende Wolle eigentlich nicht so viel gibt, habe ich da jetzt einfach auch ein bisschen, also mehr. Das ist jetzt für drei Paar Socken oder für zwei Paar Socken halt. Finde ich es in Ordnung. So, und dann. Dann war da Henna von, ich sag's immer falsch, Chromatic Yarns und Corner of Craft. Und Henna, so eine super liebe, herzliche Person und dann auch noch so wunderschön nerdig, es ist so traumhaft, weil sie färbt ihre Wolle in D&D Farben. Yay! Und ich bin zu ihr gegangen, also ich war auch völlig überfordert in ihrem Stand, es hat wirklich super coole Farben gehabt, das ist einfach so richtige Knallfarben, ich liebe es. Und dann haben sie alle so coole Namen und sind D&D bezogen, also Dungeons & Dragons, für jene, die das nicht wissen, was das heißt. Und ich bin ja auch eine Rollenspielerin, das heißt, ich spiele Dungeons & Dragons oder auch andere Rollenspielsysteme und das ist ein Pen-and-Paper-System, habe ich auch schon mal erklärt. Und wenn ihr meinen Instagram-Account folgt, da heiße ich übrigens auch Trochilita, also Unterstrich, Trochilita, Unterstrich, dann seht ihr auch immer wieder mal Posts, wo ich Figuren poste und sage, wir tun jetzt alle Orks töten, weil ich habe da einen Barbaren-Zwerg. Mein Zwerg ist ein Barbar, der mit seinem Anger Issues, wie es so schön heißt, nicht umgehen kann. Und deswegen, damit er nicht alle dauernd niedermöbelt, haut, strickt er. Das ist so schön, wenn man sein echtes Hobby in sein anderes Hobby auch noch einfließen lassen kann. Und ich habe sie gefragt, hast du eine Barbarenfarbe? Und sie hat gesagt, ja, sie hat eine, die heißt Rage. In Saft gehen. Ich finde das so großartig. Also, Sockenwolle. Rage on Sturdy Sock. Das ist eine wieder BFL. Also ich habe jetzt sehr viel Bluefist Lester gekauft eigentlich. Oder ich arbeite gerade mit Bluefist Lester. Und das ist so weiß, rot, grün, grau. Alle möglichen Farben sind da drinnen. Also ich habe gesagt, da ist schon Blut drinnen. Und wunderschön, gefällt mir irrsinnig gut. Das war es dann eigentlich schon. Das hatte ich gekauft. Plus
ihre Pins, die jetzt ganz neu sind und die ich super finde. Einmal die Corner of Craft, weil sie macht auch so super süße Stitch-Marker. Fortschritt-Marker. So wie den Drachen, den ich euch vorher gezeigt habe auf meiner Socke. Solche Perlenmarker macht sie. Und das ist einmal Corner of Craft und das ist Chromatic Yarns. Homepage habe ich euch unten verlinkt. Eben, das ist ein 20-Seiter, mit dem man bei D&D eigentlich immer würfelt. Jetzt geht das Licht weg. Und deswegen zeige ich euch noch ganz schnell. Ich bin nämlich nochmal zu ihr zurückgelaufen und habe gesagt, ich brauche noch Wolle von dir. Du hast so super knallige Wolle. Ich brauche für einen Mystery Knit Along, den ich jetzt stricken werde ab August, zu dem sage ich gleich mehr, möchte ich noch Wolle für ein Tuch haben. Ich brauche 3 Stränge, die sich unterscheiden, aber halt trotzdem auch zusammenpassen. Ich habe sie gefunden. Und sie sind wunderschön. Und sie sind urknallig und urverrückt und ich liebe sie. Bitteschön. Das sind eh die letzte Wolle im letzten Tageslicht. Die Türkise heißt Dancing Lights, die in der Mitte heißt Jessie Purple und die weiße mit den Speckles heißt Dimension Door. Und die habe ich wirklich auch als Projekt eben füreinander gekauft, weil da war es wichtig, dass sie für den Knit Along, dass die Farben zueinander passen. Aber auch jede mit der anderen, wurscht in welcher Reihenfolge ich sie habe, auch kontrastiert genug, weil da wird es Colorwork geben, da wird es Brioche geben, alles Mögliche. Urglücklich! Großartige Farben! Voll knallig! I like a lot! Und dann sage ich auch gleich, was ich nämlich stricken möchte, den Mystery Knit Along. Ich blende euch das Logo ein von der Carissa Browning. Der startet im August. Man kann jetzt sich sozusagen für diesen Club, für diesen Mystery Knit Along anmelden. Und was ist ein Mystery Knit Along? Also ein Knit-Along, wie man bei mir so schön sagt, ein Strick mit. Das heißt, man strickt gemeinsam, in dem Fall ist es ein Tuch, das weiß man schon, aber man weiß nicht, sehr mysteriös, wie dieses Tuch ausschauen wird. Sie hat jetzt einige Farbvorschläge einfach gepostet, also die Designerin, welche Farben sich anbieten würden, hat auch gesagt, was diese Farben sozusagen können sollen, nämlich, dass sie eben kontrastierend sind. Man könnte ja auch schreiben, ja, macht, dass es ein Fade ist, also sollte eher ein Fade sein. Das heißt, in einem Ton sozusagen von hell nach dunkel oder so. Und es sollte eine sehr helle Farbe geben, das ist bei mir eben die, das ist dann die Contrast Color C, steht schon drinnen. Aber sonst, man weiß halt, ich glaube, es ist noch drinnen gestanden, dass es ein Dreieckstuch sein wird, also so ein Triangle. Das ist noch drinnen gestanden. Und es kann in Perlen verwendet werden. Genau, das ist auch noch dabei gewesen. Aber sonst weiß man vom Design nichts. Und am 2. August startet dieser Knit-Along. Und da wird immer nacheinander wird ein Clou nach dem anderen freigegeben. Das heißt, du weißt auch nicht von vornherein komplett, wie das Tuch ausschaut, sondern beim Stricken stellst du halt fest, was du halt strickst. Das ist halt das Spannende daran. Ich finde das super großartig. Ich habe von der Carissa Browning jetzt schon einen Testknit habe ich schon von ihr gemacht. Ich habe die Cumulus-Socken, finde ich von ihr recht cool. Ich glaube, ich habe noch irgendwas von ihr gestrickt. Ich mag die Designerin überhaupt ganz gern. Ich finde, die ist echt sehr sympathisch. Schaut mal bei ihr vorbei. Und für den Mystery Knit Along, also wenn ihr mitstricken möchtet, die Julia strickt ja auch mit. Vielleicht wollt ihr auch noch einsteigen. Ist es sicher lustig. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und das ist das nächste Tuch, was ich stricken werde. Das mal ganz, ganz sicher. Und was ich auch ganz sicher stricken werde, jetzt habe ich die Wolle natürlich nicht rausgesucht und ich werde jetzt sicher nicht kamen. Das Projekt, was ich mir als nächstes auf die Nadeln schmeißen möchte, sind die Underwing Mits, die Mottenmittens nenne ich sie. Die möchte ich jetzt als nächstes noch machen, als zweites kleines Projekt. Dann habe ich nämlich eigentlich eh 3 große Projekte auf den Nadeln, die 2 Pullover, das Tuch und die Socken sind kleine und die Mittens sind auch klein. Dann habe ich 3 große, 2 kleine. Und ich möchte eigentlich noch den Ding fertig machen. Also eh viel zu viele Sachen. Ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Die Ferien sind so kurz. Das wird sich schon irgendwie ausgehen. Das war Yarningham 2019. Ich habe mich fast zurückgehalten. Aber nicht ganz. Aber ein bisschen. Aber nicht viel. Aber ein bisschen. Termine gibt es übrigens auch schon ein paar, also im Sommer ist es jetzt relativ ruhig, bis auf den Knit-Along gibt es jetzt eigentlich sonst nichts, wo ihr mich sozusagen treffen könnt. Ihr könnt mich aber auch gerne anschreiben, vor allem wenn ihr in Wien oder Österreich seid, wenn ich Zeit habe, können wir uns sehr, sehr gerne auf einen Kaffee treffen, freue ich mich sehr. Vielleicht kommt sie ja auch nach Wien, vielleicht komme ich auch zu euch, keine Ahnung, ich habe ja prinzipiell ein bisschen mehr Zeit, nicht unendlich viel, aber wer weiß. Und würde mich irrsinnig freuen, vielleicht die eine oder den anderen von euch persönlich zu treffen. Die Strickrunden in der Wollmeile finden am Freitag jetzt auf jeden Fall noch statt. Aber zum Beispiel Wiederhopf von Wolle macht jetzt einmal Pause bis September. Deswegen die nächsten Termine, auch die größeren, sind auf jeden Fall im September.
September ist jetzt, glaube ich, nichts. Es gibt ein Festival von der Wolle Wien. Vienna Knits heißt das, glaube ich. Ich blende es euch ein, wann es ist und genau wann und wie es genau heißt, weil das fällt mir gerade nicht ein, schlecht vorbereitet. Und dann kommt auf jeden Fall das Wellness-Wochenende, was jetzt passieren könnte, dass ich nicht dabei bin, leider, weil familiäre Verpflichtungen anstehen. Das ist vom 18. bis 20. Oktober, das weiß ich auswendig, also das ist das Wellness-Wochenende. Und dann gibt es noch Anfang November, ich glaube es ist der 2. und 3. November, wenn es der Samstag und der Sonntag sind, das Wollfestival in Wien, das Wiener Wollfestival, das ist, glaube ich, zum 4. oder 5. Mal stattfindet, noch gar nicht so oft. Da bin ich auf jeden Fall auch wieder am Samstag. Ich blende euch das Datum alles ein und ihr findet auch diese ganzen Termine und Ankündigungen, wo ich weiß, dass ich eigentlich sein möchte oder sein werde, damit ihr euch das auch immer anschauen könnt oder damit ihr euch das finden könnt. Das schreibe ich immer in die Reverie-Gruppe, in den Threads, Ankündigungen und Termine. Was für ein singender, klingender Name. Also dort findet ihr auch immer, wo ich plane zu sein. Also wenn ich weiß, ich möchte zu einem Wollfestival fahren oder ich werde bei einer Strickrunde, bei einer größeren sein oder bei einer Strickrunde, die nicht so oft stattfindet und ich denke dran, dann poste ich es dort. Ja? Ihr könnt mich aber auch gerne auf Instagram anschreiben oder eben auf Reverie. Ich freue mich sehr. Wenn ihr noch nicht auf Reverie seid, dann schaut es doch vorbei und stellt es euch vor. Ich freue mich sehr, wenn wir wirklich in Austausch kommen, miteinander plaudern und ich euch auch besser kennenlerne, weil ihr seht mich ja alle zwei Wochen einmal vor der Kamera sitzen, aber ich sehe euch ja nicht und ich würde doch gerne wissen, wie auf der anderen Seite so ist. Und wenn es euch gefällt und ihr wieder vorbeischauen wollt und vielleicht auch eine Benachrichtigung bekommen wollt, abonniert mich, das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, dann ist das auch super großartig, weil dann werden andere meine Videos empfohlen und dann sehen noch mehr Leute meine Videos. Ob das besser ist oder schlechter, weiß ich nicht. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der Freude an den Videos hat und genauso wie ich an wunderschöne Olle. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Sommer. Bussi. Baba. Get what you wanted. Have you made your greatest gain? Some may say we are haunted, and all our needs are for no shame.